Hallo zusammen, Meier 3007 hier. Ich präsentiere euch heute einen Krimi aus dem Bayerischen Wald, nämlich Stoßgebete von Wolf Schreiner. Ein Fall für Pfarrer Senner. Pfarrer Senner sieht den Frieden in seiner Gemeinde in akuter Gefahr, als ein Ministrant auf einem nahegelegenen Acker einen alten wertvollen Rosenkranz und gleich daneben einen menschlichen Knochen findet. Neugierig wie er ist, nimmt Pfarrer Senner die Ermittlungen auf und stößt dabei recht bald auf eine mysteriöse Sekte, die sich Marienkinder nennt. Und im Wald an einer kleinen, illegal errichteten Kapelle Andachten hält. Zu seiner Überraschung findet Pfarrer Senner heraus, dass der gefundene Rosenkranz aus seiner Pfarrei stammt, aus seiner Pfarrkirche, und dort vor etlichen Jahren gestohlen wurde, noch bevor er dort Pfarrer war. Er entdeckt auch, dass einige Menschen seiner Gemeinde ein dunkles Geheimnis zu haben scheinen. Seine Ermittlungen führen ihn sogar über die deutschen Grenzen hinaus bis nach Österreich. Dieses Buch endet, wie ich finde, in einem spannenden, aber auch vorherzusehenden Finale. Mir war schon mehrere Kapitel vor dem Schluss klar, wer der Mörder war. Aber auch so hat Pfarrer Senner in diesem Buch nicht unbedingt leicht. Denn der Bischof hat ihm einen Gast aufgebrummt. Und auch seine polnische Haushälterin Teresa will sich unbedingt an der bayerischen Küche versuchen, was aber nur bedingt funktioniert. Dieses Buch fand ich sehr spannend, aber auch durch die eben geschilderten Szenen immer wieder sehr schön aufgelockert. Jeden, der gerne lockerere Krimis liest und auch sich für den Bayerischen Wald interessiert, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es ist der zweite Band der Pfarrer Senner Serie. Der erste, den ich auch schon gelesen habe, heißt Beichtgeheimnis. Werde ich euch vielleicht auch irgendwann mal vorstellen. Ja, das war's mal wieder. Meier 3007.